Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101 together mit dem Christian alias Gamesjodler. Wir haben uns gar spontan überlegt, hier übrigens der Viktor Seelenblut hat sich auch mit zu unserem Let's Play geschlichen. Der weiß gar nichts von seinem Glück hier, was er für ein Superstar wird. Ja, wir promoten ihn hier voll. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt erstmal hier aus Mohong wieder abzuhauen. Wir wollen nämlich nochmal nach Aquila. Spontan. Denn dort Victor sagt, wir sollen uns dann porten, wenn wir fertig sind. Womit porten? Ich bin auch schon fertig mit allem. Nee, wenn wir dort sind. Ach so, wenn wir da sind. Ja. Er will sich dann zu uns porten, oder wie? Nee, wir sollen sich zu ihm porten, denn er wartet dort schon auf uns. Ach so, ja, dann können wir uns doch direkt porten, oder? Ja. Aber, jetzt habe ich noch... Du wolltest noch einen anderen Charakter holen, ne? Das wäre, glaube ich, besser, wenn wir dann... Ja, dann warte ich gerade hier ein bisschen und erzähle in der Zwischenzeit noch ein bisschen einen Schwank aus meiner Jugend. Nein. So, gut. Okay, also wir wollen nach Aquila nochmal in den Level 30 Dungeon, den wir damals hatten, und dort den geheimen Endgegner finden und besiegen. Denn das habe ich noch nicht gemacht und das würde ich gerne machen. Und als nette Abwechslung finde ich das eine coole Idee. Oh, ich bin schon dort. Mhm. Wie, du, okay. Du bist schon da? Ich bin in Aquila, ja. Gut, dann beam ich mich mal direkt zu euch. Wie heißt du jetzt? Ich bin jetzt mit meinem weiblichen Charakter hier. Kira? Nein, da habe ich dich, glaube ich, noch nicht. Victor müsstest du aber in der Freundesliste haben, oder? Victor. Victor See. Ach so. Der ist ja mit uns herumgelaufen. Ach ja, klar. oh Mann, ich bin wieder so verpeilt. So, übrigens, eine kleine Sache. Ich sollte jemanden grüßen. Nämlich endlich mal... Moment, wo sind wir denn hier? Welche Sphäre seid ihr? Entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, aber... Was sagst du? Welche Sphäre ihr seid? Wir sind Morgan. Ah, ich bin wieder in... Brunhard. Es müsste hier eine Frau in roter Schale aufgetaucht sein. Ich bin gerade völlig verwirrt hier. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo zum Teufel bin ich hier? Hast du Victor aus den Augen verloren? Ja, denn hier ist kein Victor und... Ich stehe gerade völlig auf dem... Ach, weißt du was? Ich könnte auch einfach mal auf die Karte gucken, ne? Soll wohl ganz hilfreich sein. Ja, manchmal. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin, alles klar. Also zum Olymp müssen wir da. Ja. Ich war nur gerade durch das Teleportieren völlig verwirrt, was hier den Platz anging, wo ich mich befand. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Da hinten ist schon der Streitwagen, über den wir dann nach Aquila reisen können. Ich sollte den Epic Games grüßen. Er hat das schon so oft gesagt jetzt. Also, hallo, Halli, Hallöchen, Epic Games. So, oh, da sitzt ja jemand und spielt Harfe. Ach, wie schön. Und die Person hat einen Schnabel, wie abstoßend. Du bist Sophie. Ja, meine Sophie ist das. Sag mal, warum hast du eigentlich einen Namen ohne Nachnamen? Weil, keine Ahnung. Das habe ich schon bei dem einen oder anderen gesehen. Da heißt es Sophie, der andere heißt nur Christian. Aber ich konnte mich jetzt nicht nur Kaios oder Kevin nennen. Das ist, weil du kannst dich Kevin nennen, nur, aber es gibt halt den Namen Kaios nicht. Ja, gut, das hatte ich am Anfang schon gesehen. Der Trick ist einfach, du gibst Kevin ein und dann beim Nachnamen klickst du so oft drunter, bis in Klammer keiner da steht. Ach so, das gab's damals auch. Ja. Naja, gut. Kevin Kupferknospe ist inzwischen bekannt. Müssen wir jetzt hier die ganzen Quests machen noch? Nee, ich glaube oder können wir direkt nicht runtergehen? Ich glaube, zur Sonnenkammer müssen wir, oder? Ich weiß nicht. Ich folge mal einfach hier dem Viktor. Oder? Viktor, was macht er denn? Ach, der ist hier reingegangen. Ah, da war ich auch gerade drin. Dann müssen wir ja wahrscheinlich doch noch mal kämpfen, wa?
Dann machen wir das. Gut, machen wir's. Also, das ist jetzt eigentlich mein stärkster Charakter. Also nicht vom Level her, sondern vom Damage, weil... Ja. Der macht extremst viel Schaden. Aha. So. Hier sind aber wieder ein paar starke Leute, wa? Ja. Ja, ich muss so schnell... Ah, zum Glück. Schnell Deck machen. Ich kann noch nichts machen. Ich stehe nur hier und gucke zu, oder ist es ab... Ne, ist nicht abgestürzt. Ich dachte schon, puh. Welche Schlangen lässt er uns denn jetzt schon wieder? Was? Keine Ahnung, irgendwelche Schlangen lässt er uns übrig oder so. Schlagen lässt er uns übrig. Ach so, ich kann wieder nicht lesen. Schlangen für alle! Ich dachte schon, wo sind denn die Schlangen jetzt? Eieiei, der Apollo hat ja 4200. Wir sind noch hier im 30er. Sind wir auch im 30er Dungeon? Ja, ich glaube das... Oder ist jemand anderes reingegangen und ich bin demjenigen gefolgt? Nee. Das müsste eigentlich sein. Also ja? Das ist der leichteste. Ich kann mich gerade gar nicht so erinnern, dass sie so viele Hitpoints hatten. Oder war das echt so? Na egal, machen wir mal einfach. Wir werden es ja gleich sehen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nicht? Irgendwie nicht. Aber damals sind wir auch durch diesen Dungeon hier dermaßen durchgerast. Das war nämlich diese Sache mit dem großen Treffen plus okay. Teamspeak. Und die Leute sind natürlich, klar, vorgelaufen und alles und irgendwie... habe ich das alles nur so halb mitbekommen, ehrlich gesagt. Okay. Ah, der hat aber einen netten Drachen, der... Ja, den finde ich auch ganz toll. Der Viktor. Boah, ich habe heute wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb. Furchtbar. Du hattest mir mal geschrieben, da sollte ich dir zurückschreiben, dass du irgendwas Wichtiges zu Griselheim zu sagen hättest. Ach so, weil du ja immer meinst, Griselheim gibt zu wenig XP, ne? Ja. Wenn du Griselheim fast fertig hast, es gehört noch zu Griselheim, dann kommt die vier Welten, da kriegst du so viel XP, also für das Level ist schon bombastisch. Mhm. Also nicht, dass du jetzt das unsinnig siehst, Griselheim zu machen. Nee, ich sehe das auf keinen Fall unsinnig, weil... Wie gesagt, mir gefällt Griselheim eigentlich gut. Ich weiß gar nicht, Kommt da noch irgendwas total Ätzendes oder so? Ja. Also Die Welten, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind ja ab Stufe 50 und dort die Endgegner allein zu machen, würde ich nicht. Ja. Okay, das ist dann einfach schwer, oder wie? Ja, so richtig aber. Ja gut, das ist ja eine Herausforderung wenigstens. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Denn... Also den Angriff gerade hatte ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich hatte irgendwie im Kopf da, bei Griselheim gäbe es irgendwie so ganz ätzende Geschichtsquests oder sowas. Oder meinten, das ist schon ewig her, dass das jemand geschrieben hatte. Da war ich noch bei unter 100 Folgen irgendwie. Und, oder sind damit nur die Bücherquests gemeint? Ich weiß es nicht. Die Bücherquests sind ja sowieso ätzend, wenn man vergisst, sich die anzugucken, ne? Ja gut, dann kommt da ja noch einiges auf uns zu. So, was soll ich jetzt denn? Schon hauen oder soll ich noch auf dich warten? Nee, mach ruhig. Wir wollen das ja ein bisschen zügig auch durchkriegen. Dann lasse ich dir den Dungeon-Gegner, falls er noch lebt. Ach ja, komm, ist doch egal. Oh, ich soll warten. Warte. Okay, dann warte ich halt noch eine Runde. Hast du eigentlich schon deine Level 48er Karte, die du bekommst, gesehen oder willst du noch nichts davon wissen? Ach, ich habe mir die Karten alle schon mal angeguckt auf so einer. Okay. Dann siehst du es jetzt mal. So einem Usat-Wiki, glaube ich. Da kann man sich das also ich weiß schon, was da noch alles kommt. Nee, ich wollte nämlich die Überraschung nicht versauen, also irgendwie so. Naja, ich habe jetzt glaube ich schon fast alle Feuerzauber gesehen, glaube ich. Okay. Den Höllifant kriege ich als nächstes. Später kommt hier Sand, ne Quatsch, Feuerschlange oder so.
Feuerdrache, die mache ich gerade, ja. Genau. Und der Djinn kommt auch irgendwann. Genau, der ist der nächste. Den Rest habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Vulkan und? Feuersturm oder sowas. Ne, irgend so eine riesen Schlangen-, Drachen-, Papageien-Mischung. Achso, ja, genau, den hatte ich gerade eigentlich im Kopf gehabt. Ach, egal. Kommen auf jeden Fall noch ein paar nette Zauber. Ja. Ja! Ja! Cool. Ist das jetzt bei dir gerade eigentlich auch so, dass da so ein Grafikfehler ist? Ja, der war gerade bei mir auch. Dass der so dunkel ist, ne? Ja. Das passiert oft bei Wizard One One. So, jetzt geht's rund hier. Ah, der ist cool. Der kam noch wieder nicht, kein Kritisch. Ja. Was kam noch nicht? Der kam noch nicht so oft vor, obwohl, oder? Im Let's Play, ich weiß es gerade nicht. Das ist auf jeden Fall schick. Plus 70%. Wow. Mit Kritisch wäre er jetzt tot. Und er lebt immer noch. Wahnsinn. Ja, 1000 Leben, das schaffst du doch, oder? Ja, klar. Jetzt kommt die Supernova hier von Kaius. Kommt nur sowas. Tata. Ich hab doch gerade mein Deck umgestellt. Bum, 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 bum. So, das kommt mal weg. Das kommt erst recht weg. Das hier, kann ich das gebrauchen? Nein, ich möchte eigentlich einen coolen Angriff machen. Ach komm, ich mach mal. Ach, ich bin mir nicht schlüssig. Da ist doch eh gleich dumm, was? Ich wollte mit meinem schönen Phönix noch was machen. Aber der lässt sich gerade nicht blicken. Oh. Naja, ein Level brauchst du ja noch, dann bekommst du einen Höllifanten. Yes. Der ist auch cool, ne? Ja, finde ich auch. Aber wie ich mit Wizard angefangen habe, habe ich mir gedacht, oh, wie will ich denn da hinkommen bis Level 42? Und ja. Jetzt hast du schon zweimal durch. Ja. Nee, also, da ist er ja, mein schöner Feuervogel. Aber jetzt habe ich auch nicht so viel in petto. Ich probiere es trotzdem. Ich glaube, der ist tot. Entschuldigung. Ach, 459, da ist er jetzt gleich hinüber. Ja, jetzt ist er gut. Hinüber. Tut mir leid. Das ist völlig egal. da ist der Hockter. Schlecht. Was denn? Achso, was die Sachen, ich bekommen habe. Ja, meine sind auch. Kennst du eigentlich den Dungeon, das Wasserwerk? Nein, den gibt's doch erst ab 60, oder? Ja, aber den mach mal 30 Mal, okay? Wie bitte? Den sollst du 30 Mal dann machen. Wie 30 Mal? Ja, einfach 30 Mal den Dungeon machen, weil du bekommst da so richtig geile Klamotten. Ja? Ja, also wenn du dir jetzt meine ansiehst, das sind die Klamotten vom Wasserwerk. Also nicht so sehen sie aus, sondern anders, aber die Werte. Aha. Weil ich habe sie genäht, dass sie besser aussehen, ja. Ah, der eitle Bube, verstehe schon. Aber ich denke, ich werde es irgendwann mal machen. Ich habe mir nämlich einige meiner Kleidungsstücke von früheren Folgen noch aufbewahrt. Zum Beispiel den Zylinder und den Wrack und so. Den Wrack. Ah, okay, ja. Die gefielen mir eigentlich ganz gut. Weißt du denn nicht, dass du längst geschlagen bist? Hier drin kann man nicht porten? Bin ich jetzt hier gerade allein? Wie kann ich euch denn finden? Mein Questanzeiger hat gerade aufgehört zu zeigen. Ja, bei mir auch. Also ich bin hier hinten bei der Mondkammer. Also, da ist schon der Viktor. Hier hinten hüpft so jemand auf einer Wolke rum. Hier. Ah, ich sehe dich. Juhu. Ja, mein Questanzeiger funktioniert gerade auch nicht. Ich kann mich hier gar nicht dran erinnern. Moment, lass mal gerade... Du bist in der Mitte gestanden und die anderen haben alles für dich gemacht. Ich weiß auch nicht. Besieg Mondsichel-Zentaur, an den kann ich mich... Da gibt's 4000 Erfahrungspunkte. Ich bin hier doch... Das ist doch bestimmt hier ein... ich glaube, wir sind im falschen Dungeon. Aber gut, mir egal. Schneller Höllifant haben. Ja, dann habe ich gleich auf jeden Fall die Erfahrungspunkte voll. Also mir gibt der nur 0.
Weil hier kann ich mich definitiv nicht dran erinnern, an diese Mondkammer und so, und dass es hier über 4000 Erfahrungspunkte für gibt. Ich töte die mal. Ja, mach. Aber das könnte auch dran liegen, vielleicht du wirst ja auch mit Level, keine Ahnung, gleichlevelige reingegangen sein, oder? Nee, die waren höherlevelig. Levelig. Aha. Richtet sich das so ein bisschen nach dem Level der Leute? Ja, das wäre jetzt meine Vermutung, nämlich, aber. Naja. Einen Grund wird es schon geben. Kann ich denn überhaupt in einen Dungeon mit reingehen, der erst ab Level 50 ist, wenn ich noch gar kein Level 50 habe? Nein, glaub nicht. Dann muss es ja der Level sein, eigentlich, ne? Ja, weil. Nee, ich glaube, da musst du wirklich das bestimmte Level dafür haben. Mhm. Tja. Weil zu Hades unten kommst auch erst mit Level 90 rein, das weiß ich nämlich. Ja. Ah, das bist du. Bist du das jetzt? Kalos. Nee, das war von Victor. Das ist der Lebenszauber, ist das. Oh, der ist. Oh, oh. Schon wieder kritisch. Plus 50%. Ja, dann sind jetzt aber echt. Der das Victor. Faustdick hinter den Ohren. 6000, Mann, oh Mann. Tja. Freude. Oh mein Gott. Oh. Obwohl ich schwören könnte, dass du geschummelt hast, sagt sie. Legionsfigur. Immer schön auf der Seite gehen, ne, Kaios? Ja. Wenn du jetzt reingerutscht wärst, hätte ich nur zugesehen. So. Behältst du die Uhr im Auge? Ja. Wie weit sind wir? 16 Minuten. Alles klar. Dann beenden wir die Folge nämlich jetzt auch. Und machen in der nächsten Folge weiter, gucken, ob wir es noch hier bis zum geheimen Endgegner schaffen. Aber ich denke schon. Ne? Ja, klar. Alles klar. Bis dann und tschüss.